Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Dusi im General, mit Carlos und mit Alex. Das kann ja dann den dritten Teil von der Serie von Videos über Lüchten am Java. Well, wir hatten sowieso geguckt, einfach Sachen beizufügen. Schau mal hin und wir machen ein paar Methoden einfach dabei. Das ist kompliziert. Springen wir da ein bisschen ran, voilà. Ich mache noch ein Knöpfchen bei. Das ist eine GUI-Manipulation, das ist immer gut, wir denken, refresh. Was machen wir? Das können wir machen, das clear. Da ist schon mein Bücher dran, wir schon mein Bücher alle weggehen, dann muss ich meine Bibliothek dann einfach clearen. Okay. Das ist so im Englischen genannt. Das ist so ein remove all books. Was ist eigentlich die Message hin? Das heißt. Ah, okay, die gesagt ihr nicht. Die gesagt ihr nicht für was, weil das ist ein Text, den wird kein. Ah. Den ist immer idle, wenn ihr so wollt. Okay. Da steht dann der Message drin auf die Warnung. Die brauchen wir auch nur ein bisschen oft. Okay, nicht so schön vermisst gerade. Okay. Das ist, was wir müssen machen als Variable. In dem Fall ist remove all. Das wird auch oft clear genannt. Das ist ja explizit remove all, dass ihr wisst, dass sie alle gut sind. Okay. Doppelklick, das ist ja bekannt. Da kann ich nur hier. Meine Aktion machen. Natürlich, ich will bis alle gut löschen. Ja. Bon, da, irgendwie will ich dann meine Library, so ein Remove All. Oder Clear. Von will ich das hin, das möchte. Wie weit will ich den Clear? Weil die Clear-Methode, warum? Source, Insert Code, Delegate, die geht es schon. An unser Array löscht. Das ist eine prädefinierte Methode, die löscht all den Content. Aufgepasst, ein Objekt, Array löscht, bleibt bestehen, aber den Inhalt kann einfach gelöscht. Das Size kriege ich dann immer 0 an. Okay. Voilà. Das ist nur einfach die Methode gebastelt. Voilà. Können wir auch die funktioniert. Voilà. Wenn nicht mehr wie das. Probieren wir mal. Voilà. Machen wir dann noch ein. Okay, also, Livre 1, moi, même, nicht viel geschrieben, ein Buch. Ich meine ein zweites Buch, Livre 2, c'est lui, das geht ganz viel geschrieben, ein Buch. Aber wenn ich dann hier klicken, steht hier, there are two books, remove books. Er hat geschieht nicht. Oh. Ah, was geschieht? Was geschieht? Mein Fall gesucht, löschen. Ich probiere dann nur ein drittes Buch beizufügen. Buch 3 auf Deutsch. Schrift. Kann ich auch ein bisschen Deutsch lehren. Schriftsteller. Das ist ja so. Ja. 5 Seiten. Adbook. Oh, wa. Los, ah, okay, du hast Refresh, das ist nicht gegangen. Ganz genau. Das ich mir vergiss. Mein etwas ganz Fundamentales vergiss. Ich habe mit dem Clear mein Modell modifiziert. Denkt darum, wir sind noch meinem VC. Ja. Das Modell ist modifiziert. Das ich muss der GUI so ein. Pass auf, das Modell wird gewechselt. Okay. Was hat denn Update View Geschichte, oder? Ganz genau. Das ist schon halt vor Jahren, den Update View abzurufen. Und das ist eh von den Fehlern, die oft vorkommen. Vergiss den einfach, den Update View abzurufen. Ich habe das Modell geändert, ich habe die Methode richtig abgerufen, mir schon vergiss. Das refreshen, wenn ihr so wollt. Und dann Autor. Und dann Remove All. Das ist logisch. Das ist ein ganz fundamentaler, nie vergessen Update View. Kurz Parenthese, ob. Wenn das Programm lässt man so ein bisschen wie sinnvoll wie. Und wir ein bisschen wie fertiges Produkt. Geht das eine einfache Methode für den Inhalt dann irgendwie zu speichern, dass du dann nicht mehr viel aufhängen musst, wenn sie die Anwendung abmachen? Wahrscheinlich, das geht kompliziert, oder? Das geht kompliziert, weil dann muss ich dann eine Datei speichern. Mhm. Das ist also nicht kompliziert, vom Prinzip her ist mir das leider ganz, ganz, ganz aufwendig. Steht nicht im Programm? Gut nicht. Okay, schön. Schön, weil nee, das ist definitiv nicht so etwas, was den trivial kann man. Das ist nicht kompliziert vom Konzept, aber leider ist es wirklich von der Programmatorik hier. Geht ein bisschen zu weit, leider. Okay, dann machen wir die Parenthese am Schnalz. Voilà. Mhm. Das ist aber eine ganz gute Frage. Merci.
Wenn das... Schau, komm mal. Muss man ein paar Sachen nach ein paar Mal da antippen. Hm. Ja, ja. Ja. So, der Programmer tippt nicht, gell? Also. Ja, das ist es, ja. Nun will ich einen zweiten Knöpfchen beifügen. Haben wir alle Bücher gelöscht. Waschkarten also gelöscht. Das ist nicht unbedingt das, was ich will. Schon nur ein Buch, den aus Futti gegangen, schon den einfach Waschgehalt. Okay, ich will nicht unbedingt mein Löscht ganze Waschgehalt, sondern frisch machen. Das ist just Remove Selected Book. Waschgehalt. Den will ich schon mein Löscht löschen. Variable rum, andere. Remove. Vielleicht bloß nicht lang im Vorherwasch. Das ist Doppelklick. Ah, du gehst ein bisschen mit tricky. Ich will erstens das Selected Buch. Hier schon die manipulieren. Und das ist ein bisschen mit tricky. Du gehst eine Spezialmethode. Schon nur über eine temporäre Variable. Zum Booklist. Book. Löscht. Punkt. Get Selected Index. Ah. Aufgepasst, es gibt eine andere Selection, Value List, Selected Value und so weiter, die funktionieren leider nicht wie gemengt. Es muss in den Index aufwählen. Da kann ich den Index von den aktuellen gewählten Elementen. Aufgepasst, wenn nicht gewählt ist, dann ist den I negativ. Okay. Für die Sohn, das ist nicht gewählt. Ich muss immer einen Test machen. Oder, wenn ich sicher bin, dass es nicht negativ kann sein, dann brauche ich den nicht. Durch irgendeinen Grund wissen, die Methode kann nicht mehr abgerufen gehen, wann wirklich etwas da ist, dann können wir die verzichten, aber sonst muss ich nicht mehr testen. Wenn ein mit klein wie 0 ist, wir schreiben hier, wie kann ich eigentlich verfüllte Klammer? Alt 8. Alt 8. Alt 8, oh, super, kann ich nicht. Ich meine das schon, verzichte Message. Label.set Text. Ich will dem benutzerfreundlich suchen. No book selected. Voilà, da kann ich auch nicht machen. Ich habe kein Buch ausgewählt, da kann ich auch nicht machen. Voilà, da werden wir mal gut nennen. Als lo kann ich. Lohnisch ein I. Ein I. Und da kann ich den löschen. Das ist selber. Das Prinzip ist, ich suche in dem Library. Library.remove. Book, Mam I. Ja. Okay, die Methode geht noch nicht. Wir müssen noch nicht programmieren. Da muss man die machen. Raum, Source, Insert Code. Lohmann, ich habe es nicht unbedingt. Verschiedene Leute nicht als proper empfangen. Ich fand das aber eine gute Methode. Hier geht es ein Remove I und Remove O. Denn Remove, wenn man einem Objekt funktioniert, nicht unbedingt wie er gern hat. Der nicht, soll ich nicht gebrauchen, weil es geht mich schief. Okay. Der Remove-I geht aber. Der ist generiert. Bon, erstens ist es Remove-Book. Ich bin das gefroht, da will ich das. Der Resultat-Book also empfangen den Element, den er weggeholgen hat. Den kriegen wir dann als Resultat zurück. Bremmer. Nicht. Das ganz, ganz, ganz Seelen da sind, den du überhaupt brauchst. Dafür programmieren wir so. Okay. Warum? Ist ja nicht um den Affichage zu ändern, ne? Ah, aber nicht heu. Ne, nicht da. Voilà. Da habe ich einfach von der Menge Array löscht den Wäsch geholt. Da musst du es aber machen. GUI, ganz genau. Ein Update View, ne? Ja. Update View. Also können wir testen. Also da lo gehen wir schwill. Und wir tippen noch ein Buch 1, Autor 1, was enger seid. Da könnt ihr Buch 2 vom Autor. Autor 2. Wir werden meine Stadt so, weil da können wir auch nur erkennen, was für wirklich gelöscht ja. Ist. Da sind nicht Menge, den ich möchte Programm besanden. Voilà. Wenn ich Schluss selected einfach so klicken, dann sehen wir Notebook selected. Ah ja. Fehler mal. Boah, lo klicken ich auf den zweiten. Remove Select Book. Super. Zwei Books und den zweiten Asphalt. Wenn ich nur ein Feierte beifügen, wo taucht den dann ab? Machen wir ihn löscht. War zum Schluss, oder? Aber für was dann nicht da, wo den anderen weggeholgen ist? Das weiß ich nicht. Setzt Add Book, setzt immer zum Schluss bei. Ganz genau. Das ist, wenn ich ein Element wegholen, in diesem Fall ein Buch,
dann als wir wann die einfach von Rubrikeln, ja. All die Dünnung kommen. Da verschwindet. Das ist, wenn ich ein neues Buch machen möchte, einfach am Schluss. Ganz genau. Uff. Praktisch. Mhm. Praktisch. Das ist alles, wenn ich dann heute hingehen. Ich kann dann nicht mehr gleichzeitig ausführen, das hast du voilà. Desaktiviert. Ne? Das tun wir desaktiviert. Für Werte, wenn ich das möchte, dann kriege ich noch einmal mit dieser Methode vom Get Selected, funktioniert nicht unbedingt, wie ich es gerne hätte. Mhm. Ja, das ist das nicht, wie ich merke. Dafür okay. Einfach so machen. Komplexität war es gar nicht. Voilà. Mhm. Ich möchte sagen, mir einfach an, dass er gut gewünscht. Voilà, du kannst den nächsten Schritt, das ist immer so böse. Ja, alles, was ich dann absolut selektionieren. Die will ich doch gerne gesehen. Ja? Weil ich schon hier oben gesehen, ja. Hm. Ja. Wir können sie hier noch aufweisen lassen. Aber das mir agreeable hier oben, für was, kann sie einfach, weil da kann ich noch eventuell modifizieren. Schon ein Buch. Okay, dann ist das ein Modify-Knöpfchen statt ein Add-Knöpfchen. Ja. Also, ja. Dass das doch dann irgendwie dann automatisch geht. Hm. Das ist das Komplizierte, was man heute macht. Okay. Weil du sie viel, viel Schritte notwendig. Das okay. Ist das, wie kann ich den heute, wenn ich selektionieren, eine Aktion provozieren. Das ist das Echt. Ah. Ich kann da auch ein Knöpfchen machen. Einfach Show Selected. Okay. Mehr will ich nicht. Ich will über den Automatismus gehen. Mhm. Wie geht das? Ich klicke hier meinen Löscht und. Okay. Da muss ich leider ein bisschen spielen. Bei den Events, das sind ja all die Sachen, die automatisch können geschehen. Bei den Löschten, das nehmen in Ancient, value change. Die uns interessiert, dass der Value Change. Das klingt bizarr, mit der Tun heißt, wann irgendein Element selektioniert ging. Ah, den Change, das also, ja. Okay. Das ist nicht immer so. Das ist nicht intuitiv. Nein, nee, definitiv nicht. Mit das ist so. Das kann ich nur irgendwo klicken beim Select oder Unselect, da wird den Tun abgerufen. Okay. Also, probieren wir mal. Das ist im Prinzip aus dasselbe wie den Tun. Ich muss den Test machen. Ja, ich muss gucken, ob sie überhaupt selektioniert. War ja, war wenn nicht, kein Buch selektioniert, das bleibt. Aber hier muss man dann anders machen. Das heißt, muss ich dann irgendwie meine Informationen nachweisen. Und dafür haben wir den Current Book. Den hat man ja definiert. Ja. Wie gehen ich denn da sichern? Ich gehe in meiner Library sichern. Library.getBook.i. Okay. Das funktioniert doch. Das ist Wand 0 aus, an meinem Select Index. Dann ist das das erste Buch. Dann haben wir 0 dran. Da kenne ich auch von meiner Library, von meiner Bibliothek. Das ist echt. Auch das erste Buch. Dann ist, wenn ich nach muss machen, das heißt, wenn ich nicht selektioniert habe, dann suche ich zu meinem Programm da doch. Ja. Current Book 0. Wenn ein App selektioniert wird, dann geht in die Sicher. Den Update View, wenn wir lo, immer. Das ist egal. Ups. Ja. V. Oh, okay. Das ist all Chaos, wir gehen systematisch hin. Mhm. Ja. Wann das wird nicht aufgehört, okay. Probieren wir mal. Das ist. Das nächste Schritt, das sind noch nicht ganz fertig. Buch 1, A1, voilà. Buch 2, A2, 20, voilà. Ich dann hoch klicken, was da los ist, können wir mal eine Buch selektet. Ups, wollen wir mal. Und als du raus gehst, ne? Wegen nicht raus. Ja, du hast geklickt und du hast mal erst losgelassen. Nee. Nee, nicht was. Leider ist die Logik richtig. Mhm. Problem ist, wir machen hier etwas am Update View, den leider als Selektion zerstört. Oh. Und das ist eben von den Fehlern. Puh. Ja, leider. Dafür wollte ich den unbedingt machen. Hier ist ein Update View. Ich weiß nicht, eigentlich komplex. Wenn der Current Book nicht wird, dann machen wir das Feld nicht. Wenn etwas dran ist, wenn ich etwas geklickt dann ist etwas dran, dann geht das durchgemacht. Und dann geht am Schluss den heute gemacht. Das ist mir definieren, warum es löscht mit Daten von unserer Bibliothek, von unserem Class Library. An den Dohen möchte ich einen automatischen Unselect. Das ist, da können wir immer Current Book abnehmen.
Das ist von den Fehlern, die ihr oft kennt. Für das zu umgehen, geht es nicht lesen. Ich muss den heute Methode Update View an zwei Splicken. Das tun ist ein Update View. Der prinzipiellen hier ist ein Update Fields. Das ist effektiv das, was ich will. Was will ich hier an der Methode machen? Ich will just die paar Felder. Mein Input-Felder am Anfang einfach aufweisen oder nicht aufweisen. Die Statuen will ich hier weg. Ups, da ist etwas schief gegangen. Edit. Undo. Schon die falsche Goal. Hier dann. Das geht dann hier gemacht. Heim rufen ich den einfach ab. Update View möchte noch ein Update von den Fields. Wann das nötig ist. Spielt nicht viel an, spielt keine Rolle, mir das egal. Hei, wenn der Current Book 0 ist, fällt das auch gemacht, wenn sie nicht 0 sind, dann ist das Buch da, da geht den auch gewesen. Versteht. Dann geht hier nicht ein Update View, da geht hier Update Fields. Das ist eine von den ähnlichen Methoden, wo man kein Update View dafür gebrauchen mehr den Update Field. Weil wir dürfen die Licht nicht ajour setzen. Wir machen ja nur eine Selektion. Wir dürfen auf keinen Fall die Licht, die da steht, verändern. Ja. Auch wenn visuell nicht geändert wird. Mhm, verstehe schon. Den wird aber geändert. Probieren wir mal. Beend. Aend. Ich gehe in Informatiker. B2. A2. Ganz voilà. Wenn ich drauf klicken, da sind halt Informationen. Okay. Mhm. Ist das okay? Das scheint in der okay. Okay. Mir das gekniebelt, das ist ziemlich, ja. Das ist das Problem von dem ganzen Java-Struktur. Das gedurcht für professionelle Sachen viel mehr komplex. Mhm. Problem ist, an einem kleinen Kader muss ich neben ein paar Sachen. So okay, mehr. Okay. Das flittet direkt an den Körper an der Tote. Nee, dafür Erfahrung. Mhm. Ich mache direkt nur Knöpfchen dabei. Hier hinten. Noch ein bisschen mehr raus. Voilà. Edit Text. Und das ist einfach unselect. Schon etwas geklickt. Ich will den deselektionieren. Da sehen wir die Methode auch. Change Variable Name. Value Select. Wir haben eine Methode, um zu gucken, ob etwas selektioniert wird. Es gibt auch eine Methode, um zu sagen, zu deselektionieren. Es gibt auch sogar eine Methode, um bestimmte Elemente zu selektionieren. Das können wir später mit den Algorithmen okay. Durchschaffen. Doppelklick, voilà. Wie man stand für das zu machen? AL, List, Control. List, nee, Book, List, Book, oula, Book, List. Voilà. Und da gibt es ein Clear Selection. Voilà. Jetzt muss ich einfach Selektion weg. Okay. Los, muss ich etwas dabei fügen oder nicht? Ja. Und auch so meistens muss ich lange überlegen. Probieren. Vielleicht kriege ich hin, ob ich muss. Irgendetwas machen. Beend. Beend. Elef. Voilà. Ich selektioniere und ich schlage Unselect machen. Okay. No Book Selected. Steht dann durchgeschrieben, there is one book in the library, wenn das stimmt. Und dann hat das nämlich selektioniert. Okay. Das geht. Der Schreiber haben wir nächstes zu machen. Für was? Ups, ich meine den noch mal aus. Wir wollen uns den heute Methode abrufen, da geht die Daten automatisch durch unser Java-System auch automatisch abgerufen. Der braucht ein nächstes zu machen. Okay, verstehe. Voilà. Boah, da könnte Modify. Okay. Ah, das tut aber noch einfach. Der Modifier ist ziemlich einfach. Oder? Ich weiß nicht. Ich muss mich einfach mal überraschen. Der Modifier ist leider einfach, wenn du in den Knöpfchen Modifier beifügst. Mhm. Dann ist es einfach. Einmal das als erste Lesung. Knöpfchen hier oben. Dann atmen wir ein bisschen mit klein. Und wir machen den Knöpfchen Modifier. Dann hast du... Ich mache mein Ding ein bisschen zerstört. Das ist das Problem von Java. Ich möchte nicht immer das, was ich gerne hätte. Das geknibbelt. Ja.
Ach, ein Kaja. Du Programm, du. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ander, ich schon mal Knöpfe bei Füßen. Bis dahin, voilà. Modify Book. Mal einfach, voilà, Doppelklick. Was du, wir merken, ah, G-Button end, Schnaps von hier. Dumm. Der Variable, dumm. Modify. Ah, Modify. Ein kleiner Symbol am Schluss. Voilà, Modify. Source. Ja, da ist ein Fehler. Muss gucken, für was. Jetzt steht da noch ein Fehler. Hier. Muss gucken, ob es schief geht. Muss gesehen, aber nicht was. Bon. Da ist es nicht. Aber einfach ein Tippfehler. Voilà. Was geschieht beim Modify? Aber der Modify als Empfang nicht da nicht wie den Add. Nein, nein, nicht ganz. Du musst dich für dich was schwellen, ist ganz beisetzen. Ah, das ist der Prinzip. Denke ich mal, oder? Ja. Ich meine, da los. Zu zwei Schritte dann denken. Ja. Und das geht ein bisschen mehr, das ist ein bisschen tricky. Copy. Das ist genau mal bei mir Modify. Ich meine, ich sage, sieh mal, was das tun. Das bald selber. Paste. Voilà. Wir können das Buch vielleicht ändern. Mit der einfachsten Methode, dass er schon einfach fällt, dass die Logik ändert. Und ich meine, nachher mal dieselbe Sache wie beim Ad. Das Einzige ist, ich darf nicht hier Ad Book machen. Das geht nicht. D'accord? Weil wenn ich die beifügen. Schon ein Buch mit nicht veränderte Werte. Voilà. Was ich will, ist, irgendwie das Buch, den auf der Position steht, mit dem heutigen Lauf wechseln. Also, wie schreibt es jetzt? Wir müssen den alle Buch mit einem neuen Buch ersetzen. Mhm. Auf der Position. Wir, aha, das geht nicht. Das geht nicht. Die beste Lösung wäre, ich komme hier immer bei Station, die beste Lösung wäre für diesen Objekt direkt zu manipulieren. Direkt zu wechseln. Ja. Das wäre die beste Methode. Aber in diesem Fall ist das ziemlich schwer zu machen. Wir werden, weil ich weiß nicht, was für Feld geändert wird. An, ich suche Setter für den Titel, ich suche Setter für den Autor an meinem Buch. Das ich kann die alten Informationen nicht ändern. Okay. Ich muss das Buch ganz ersetzen. Mhm. Elegant wird besser, wenn ich nicht den durchgebe. Okay. Das ist in diesem Fall nicht viel gesehen. Das ich muss das Buch. Das haben wir eine neue Methode. Man. Zum Beispiel Set. Ich nenne den Setbook. Auf der Position I. Könnt ihr das Buch? Ja. Was ist Position I? Ja. Den haben wir ja. Das heißt Listbook. List. Hey, vielleicht wird schon mal Listbook das angedreht. Booklist. Punkt. Get Selection. Okay? Das ist da, wo ich geklickt habe. Das ist das selektionierte Buch. Das ist das Buch, das angewiesen wird. Aber das ist die Position, die ich will, durch das Buch ersetzen. Wir werden mal schon keinen Test, ob der negativ ist. Ja, das ist das Problem. Normalerweise brauche ich das nicht, weil den hast du selektioniert. Okay, da muss es, da kann es nicht ja negativ sein. Ja. Das ist die Methode Setbook, muss man programmieren. Und dann müssen wir bei Schluss sehen. Ich meine, darum den einfachsten W für die Methoden zu weisen. Insert, Delegate. Oh, ich hoffe, dass ich drin das gesagt habe. Delegate. Und da haben wir hier ein Set. Auf der Position Index, den neuen Objekt. Generate. Wo? Oh, ich will ein Setbook nennen. Ich will kein Resultat. Was kriegen wir rum? Wir kriegen das Buch, den Azad gauf. Brauchen wir nicht. Voilà. Schauen wir uns dann auf der Position Index, das Buch einfach Azad. Den anderen verschwindet, und ich kriege den neuen dran. Okay. Uff. Voilà. Wird doch gemerkt, das ist Under Manager Update View. Das ist obligatorisch. Ja. Ja, ich muss zu der Richtung und hey, das selbst gerne gehen. Aber ja, mal. Voilà. Ups, voilà, du hast ein Interface mal noch schön.
das aber noch nicht das Wichtigste. Erst noch der Adbook, den hast du, dann machen wir einen zweiten aber. Der Order 2, 22, 24, 24, Adbook. Wenn ich den noch selektionieren, dann steht den da, ich ändere den da, neues Buch, Modify, yeah. Steht da ein neues Buch. Sehr gut. Das ist aber nicht elegant. Das ist absolut nicht elegant. Das ist halt nur nicht gut. Das soll automatisch gehen. Ja, Problem, ja, automatisch geht das dann nicht. Da den Just Saturn aus Hogema 1 zu 1, das wird man heuer. Ich bin zwei Knäpper schon am Anfang als just 1 neidisch. Den Ad soll wieseln. Denke als Ad-Knäppchen und denke als ah, Modify. Ah. Das ist, dass man die zwei, weil das Hogema das selbst, das just heuer. Auf der Platz als eigentlich ein Adbook, auf der als den Setbook. Ah, okay. Ja. Aber wie können wir da wissen, bei mir eine Information, der Current Book hilft uns. Ah, von den Nullers oder nicht Null? Von den Nullers, dann will man ein neues Buch beifügen, weil das nach kein Current Book da, mir kein selektioniert. Mhm. Ich muss all die Informationen von unserem zweiknäppischen System ein e-knäppisches System zu machen. Und das machen wir los, für den, dann ist unser Programm fertig. Den wollen wir schon wasch, delete, voilà. Dann machen wir diese Knöpfchen noch irgendwie groß. Voilà. Da muss man so sehen. Okay, dann gehen wir hin. Das Ding, was man muss ändern als hier. Der Knöpfchen heißt Add. Book Button, Punkt. Und das der Wien. Wird nicht oft immer gebraucht, aber ich kann ihm den Text ändern. Wenn ein Neidl ist, da soll man als Text Add Book schreiben. Wenn der Current Book definiert, also ich schon ein Buch geklickt, dann muss ein dahin voilà. Edit, Paste. Ups, Paste, habe ich gesagt. Mit der Welt gemacht. Das soll ein Modify Book schreiben. Modify Book. Okay? Ja. Der steht nur mal immer, gesehen man direkt, ah, der Knöpfchen muss. Eine Aktion, mehr für zwei Sachen gleichzeitig. Hi, bleibt selber. Ich definiere ein neues Buch mit der Information, die ich will. Und dann brauchen wir just hi ein if von the current book. Oh ja, mal zwei Ehren. Current book. Ja, ich weiß nicht, wie weit unbedingt vor den Equals man. Wenn den null hast, dann machen wir ein Adbook. Jetzt fehlt mir halt als, das haben wir ja viel programmiert, library.setbook. Book. Ich spreche das just darum, dass es wirst. Book list.getSelected. Anderem getSelectedIndex. Ich spreche nicht zu testen, für was, weil wenn das tun nicht null ist, dann haben wir sie selektioniert. Wenn du den nicht selektioniert hast, dann hast du den anderen null. Mhm. Die ist automatisch geschützt. Wenn den wirklich will, sicher sind, dann sind sie, kann der Roboter ein Kerl mit testen. Okay. Wenn du nicht selektioniert hast, dann möchten die nicht. Selektioniert hat er null. Aber muss man nur testen. Ja. Beint. Ja, eint. Brauchen wir halt nicht viel zu machen. Book. Ups, aha. Exception. Ah ja. Was war das dann rum? Eieiei. Ah, das ist ein klassischer Fehler. Klassischer Fehler, ne? Wir fangen mit Exception. Das ist nicht offensichtlich. Ne, warte, schon noch. Ah ne, das ist ganz verschwunden. Da kann ich schon nicht mehr aufweisen. Der Fehler ist meint 9 Kehr. Ja, den ist einfach etwas. 9 Kehr. Buch 1. Das ist gut, dass ich das noch ein paar testen kann. 11.11 habe ich getippt. Hier wird aber ein ganz 12. Ich habe schon aber ein Double drin geschrieben. Tippen. Typisch Fehler. Voilà. Schon deselektioniert. Steht da Modify. Und Select steht da Add. Cool. Ah, schon deselektioniert. Dann machen wir hier ein neues Title zum Beispiel. Modify.
aus den du gerne abgehen. Mhm. Voilà. Es gibt einen deutschen Prof, Gott sei Dank, dann auf der Bank, oh, ne? Wie ist das? Neuer Titel. Ah, oh. Weil du führst mir ja Modify. Neuer Titel. Uff, yeah. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ui, der Dritte war viel. Das viel? Ich meine, du gehst just in diesem Fall, das Dritte Beispiel musst du komplett programmieren. Ja. Also das hast du das vielleicht verstanden, so halbe Face, aber du hast keine Ahnung, wie sie das ja machen, die ich kein wusste, was machen. Also so. Das ist mir mehr noch dann den nächsten Teil vom Programm zur Verfügung. Mhm. Da können die Leute dann den einfach beifügen, die verschiedenen Elemente. Von der Basis bis zum fertigen voilà Programm. Leider, das hängt sehr von Erfahrung. Und dann üben. Ja, das tun das wirklich nicht mehr ja trivial. Ne? Leider, wenn ich so will, kann trainen, das tun als Basis für all Beispiele. Als Beispiel, die kommen, die haben Elemente von dem Dorn. Nicht unbedingt alles, aber Elemente kommen immer vier. Selektionen kommen vier. Du musst die Kachrezepte oder alles von der Schwester. Ja, du musst die können beherrschen. Weil da kommen dann die Algorithmen. Okay. Und die sind dann noch mehr komplex, weil die muss ich verstehen. Aber die basieren Algorithmen auf den Dorn-Elementen, weil die gebrauchen ist systematisch. Wir sind nutzweise, wir sind zu ändern. Oh, ich meine, da gibt es den dritten, der letzten Video zu der Aufhörung von den Löschten am Java-Klaturieren. Mehr so, wie muss man es für den Null ausstrecken?